Das ist ein Schwab. Wir haben heute das Vergnügen, einen Binnenschwarm zu unglaublich sehen. Ja, unglaublich. Wahnsinn. Jetzt gibt es einen Schwarm. Wo zieht der hin? Jetzt muss ich schauen, ob der von mir ist. Oh. Ich habe auch mal Bienenstock auch noch. Aha. Kommt er gesehen? Na? Ah, ist ganz drüben beim Stall. Aha. Na, da bin ich jetzt neugierig. Aber wahrscheinlich, weil er so neu da ist. Na ja. Na, lustig. So, füßmäßig ist der vom Nachbar gekommen, oder wie? Ja. Weil da ist reger, da ist schon reger Honigbetrieb und Pollenbetrieb. Mhm. Habt ihr mit Bienen auch was? Nein. Wir haben auf unserem Betriebsgelände eine Frau gehabt, die hat Bienen gehalten. Ja. Und für eure Pflanzen, gell? Für unsere Pflanzen. Ja, ja, genial. Ja, und natürlich, die Nachbarn haben mit profitiert, ja, aber ja, das hat ihr Spaß gemacht. Also die macht es jetzt noch, mhm, steht jetzt noch dort. Mhm. Und die ist sehr engagiert. Da gibt es ja in Deutschland die Mellifera. Ja. Also von biodynamischen, ist das so, wesensgerechte Bienenhaltung. Ja. Ja. Und die experimentieren sehr viel, also gerade natürlich wegen der Varroa. Mhm. Mhm. Ist die Herausforderung. Ja. Was, ja. Ist das hier ein Problem? Ja, ja. Ja, überall. Überall. Das ist nirgendwo, also, das ist über vom Osten zu uns, ja, hergekommen und ist flächendeckend über ganz Europa. Vom Osten ist das her? Ja, man konnte das verfolgen. Aha. Man konnte das wirklich verfolgen. Was weiß ich, 1978. Oder irgendwas, vielleicht da in der Türkei oder so, und Griechenland und die Balkanländer und Ungarn, und man wusste ziemlich genau schon, wann sie eintreffen wird. Ja, vorher war ja das so toll, haben wir ja überhaupt keine, nichts braucht, und jetzt. Ja, ja. Aber es ist doch noch relativ harmlos, es ist Ameisensäure. Ich habe gedacht, jetzt wenn sie hier oben stehen, sind sie vitaler. Sie sind eh gut, sie sind wunderbar über den Winter kommen, aber ohne Ameisensäure wird es nicht gehen. Mhm. Die Imker haben Riesenverluste, hat man eh gelesen in den Zeitungen, ne? Mhm. Immer wieder, ja, Riesenverluste. Ja. Die Hälfte der Völker. Er hat an die 20 gehabt, in, aha, einem Winter, alle tot. Aha, meine zwei viel haben überlebt, ich habe nur zwei gehabt. Ja. Und die stehen immer hier oben? Ja, der bleibt immer, ja, da. Ja. Das ist ein Standort. Ja. Und hat der Nachbar jetzt noch Bienen? Der hat wieder angefangen. Ich habe mit ihr mal geredet, aber er möchte nicht mehr. Ich glaube, ein paar für sich hat er. Ja. Aha. Jetzt müssen muss wir ich gerade meine Brille holen, aber es geht so auch noch. Ja, vielleicht. Schauen wir mal, ob wir das Naturschauspiel. Kann sie das aufnehmen, die Kamera, ja? Ja, wir probieren es einfach. Ja. Ich weiß nicht, ich habe jetzt kein Stativ. Vielleicht findet er da seinen Platz. Thank you.
werden jetzt deutlich weniger, die Fliegen. Ja, die sammelt sie schon. Ganz beim Osterbein in die Zweige rum. Was würden Sie tun zur Verbesserung der Situation bei den Bienen? Wir haben ja sehr schwierige Landwirtschaft. Vielleicht ist es die gar nicht allein. Aber was könnten wir tun? So viele Ausfälle sind möglichst die Jugend ein bisschen animieren und dazu bringen, sich damit zu beschäftigen. Ja. Also die Ausfälle bei den Imkern. Das ist ja eine wunderbare Lage für Bienen da von mir rum. Ja. Diese Vielfalt. Ja. Das ist ganz wunderbar. Und merkt man das jetzt hier oben, dass es weniger Insekten werden? Habe ich nicht wahrgenommen. Haben wir gerade gesehen, wie es da summt und ja, was da unterwegs ist. Oder Schmetterlinge. Sehe ich immer wieder. Ja. Vielleicht also jetzt nicht weniger, gefühlt weniger wie früher, oder? Ja, das schon ein bisschen. Ja. Also die Schmetterlinge der Kindheit schaut reicher aus ein bisschen, aber es kommt da immer ein Zitronenfalter, ein Trauermantel. Ja. Der Kohlweißling. Der kommt, glaube ich, immer. Und ja, ja, Faunauge hin und wieder. Ja. Mhm. Weil ziehen die Insekten durch Gebiete, haben die feste Standorte oder? Das weiß ich nicht. Wir wissen da sehr wenig drüber, ne? Was man so. Das kann ich nicht sagen. Ja. Aber es wäre ja, hier ist ja ein Refugium für Insekten. Refugium, also da allein für Schmetterling, für ja, das Thema Schmetterling. Wir ja haben ja, ich glaube, jedes Faunauge oder was, die brauchen die Brennnessel. Ja, genau. Alles haben wir da, ja, alles unter den Hecken, überall. Ja. Und die, ja, man braucht die nur hinschauen, wo man will. Ne? Bestens. Ja. Beste Bedingungen. Also hier an dem Standort kann eigentlich nicht viel fehlen. Das hat sich jetzt doch die letzten Jahrzehnte hier nicht viel geändert. Nicht sehr viel. Nein. Es hat sich die Blumenvielfalt, die hat sich verändert. Ja. In dieser Güllewirtschaft. Wird hier auch Gülle Nein, ausgebracht? Hier nicht. Also hier. Das ist die Grenze. Und bei uns gibt es auch wieder Blumen. Ja. Wenn Sie über die Wiesen da ja gehen und genau du guckst, Lichtnelke oder das was. Das ist ja eher Trockenrasen schon fast ja da oben an dem Hang. Ja. Ja. Aber dort, die Bauern da, leider, das sind alles so Güllewirtschaft und da hat nur der Löwenzahn. Der profitiert davon, das ist ja alles Geld. Und der Kerbe. Ja. Und ansonsten ist das alles nur dieses Einheitsgras. Ja. Das heißt, hier vorne am Zaun ist die Grenze. Da ist die Grenze. Da beginnt das Paradies. Und das heißt, der fährt mit dem Güllefass bis hierher? Bis da drüben, das spritzen. Ja. Und wenn der Stefan kommt, der Bauer, der bringt den Mist her. Aha. Und da kommt wieder her und dann wird der Mist aufgebracht. Ja, der wirkt ja harmonischer. Absolut. Auf den Bestand, ja. Über alle Jahrhunderte. Ja. Und der Mist verjagt auch keine Blume oder die Vielfalt der Kräuter. Ja. Keineswegs. Ja.
Na, jetzt brauchen wir eine große Leiter. Ja, sehr und schwer eine, zu fangen. Und eine Säge. Sehr schwer. Okay. Sehr mühsam. Ja. Sehr mühsam. Also wir bewundern es einfach als Naturschauspiel. Ich ja. würde auch sagen, er darf zurückkehren. Ja. Er findet vielleicht was für Naturbrut. Ja, ja. Und vielleicht sowas dazu bei. Ja.